Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Abendbotschaft heute am Sonntag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Und wir schauen mal rein, was der Abend so bringt. Ja, so Close Encounters, Feeling the World und Great Big Love. Also ein großes Zeichen, was wir spüren werden, was uns in unserem Liebesprozess, in der großen Liebe, im Dualseelenprozess voranbringen wird. Wie sieht der Wochenstart aus? It is what it is, Spirit of Gratitude und Time Machine. Also wir kommen wirklich in eine Erinnerung morgen rein. Wir werden aber einen Tag der Gnade erleben und wir werden auch in die Akzeptanz mit allem hineingehen. Und das finde ich schon mal wunderbar. Wie sieht es für die einzelnen Zeichen aus? Nämlich für die Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Klare Gespräche, die Erfolg versprechen, erfolgsversprechende Gespräche. Dann haben wir für die Erdzeichen, nämlich Stier, Jungfrau, Steinbock, bitte aufpassen, es kann hier was verloren gehen, die Maus ist dabei, dennoch zeigt sich der Tag ganz stabil. Und hier keine Missverständnisse, sondern klare Gespräche über eine Verabredung, über ein Treffen findet statt bei den Luftzeichen, Zwillinge, Waage, Wassermann. Und neue Ideen, Verträge, Vertragsmöglichkeiten, neue Geschäftsabschlüsse sind jetzt möglich bei den Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Ein toller Wochenstart von mir, mucho, mucho amor und bis zum nächsten Mal, euer Malkiel. Ciao.